Wir stellen euch heute das neue Raumthermostat von Bosch vor und erklären euch, was damit alles möglich ist. Herzlich willkommen bei Tink, mein Name ist Kamal und heute geht es mal wieder um eine der Smart-Home-Welt recht bekanntes Unternehmen, nämlich Bosch. Die intelligente Systemwelt des deutschen Technikherstellers hat bereits viele ganz verschiedene Komponenten, mit denen man sein Zuhause ausstatten und smart machen kann. Im Rahmen der Consumer Electronics Show jetzt im Januar in Las Vegas wurden gleich mehrere Neuankündigungen vorgestellt, darunter auch das neue Raumthermostat, das hier auf dem Tisch steht, mit dem sich zu Hause auf einfache Weise die Raumtemperatur steuern lässt. Dazu gleich etwas mehr. Zunächst einmal möchten wir aber noch ein paar Worte zur Systemwelt von Bosch Smart Home verlieren, denn auch hier gibt es ein paar ziemlich große Neuigkeiten. Neben neuen Produkten hat Bosch nämlich auch mitgeteilt, dass das System nun noch offener wird und somit dann auch eine Integration über Apple HomeKit möglich sein wird. So lassen sich dann alle Geräte aus dem Bosch Smart Home System künftig auch über die Apple Home App und damit auch über Apple Geräte wie zum Beispiel den HomePod oder Apple TV steuern und können dort dann mit einer Vielzahl von anderen Smart Home Geräten in Automationen und Szenen eingebunden werden. Bosch Smart Home war auch in der Vergangenheit zwar schon ziemlich kompatibel, unter anderem mit Google Home und Amazon Alexa. Die neueste Ankündigung bietet nun aber noch zusätzliche Möglichkeiten, mit denen ihr euer Zuhause vernetzen und steuern könnt. Ebenfalls bietet Bosch Smart Home ab diesem Jahr eine offene Schnittstelle für ausgewählte Partner, wodurch die Geräte von Bosch Smart Home in Partnerlösungen eingebunden werden. Einer der ersten Partner ist dabei Home Connect, mit deren System sich zahlreiche Haushaltsgeräte der verschiedensten Hersteller einfach per App steuern lassen. Es tut sich also einiges bei Bosch Smart Home. Schauen wir uns jetzt also endlich mal das neue Raumthermostat an. Zum Portfolio von Bosch gehören bereits verschiedene intelligente Geräte wie zum Beispiel Heizkörperthermostate, Tür- und Fensterkontakte mit Lüftungserkennung, Sicherheitskameras und vieles mehr. Mit dem neuen Raumthermostat kommt nun noch ein weiteres Gerät dazu, um in den eigenen vier Wänden noch effizienter und optimaler zu heizen. Dank der kabellosen Stromversorgung per Batterien, da kommen zwei AAA-Batterien rein und einer Funkverbindung kann das Raumthermostat flexibel im Raum angebracht werden, um dort dann punktgenau die Temperatur und die relative Luftfeuchtigkeit zu messen, anstatt es wie bei älteren Lösungen am Heizkörper selbst zu tun. Das Anbringen ist dabei ganz einfach und kann entweder durch Kleben oder auch natürlich mittels Schrauben erfolgen. Vor allem bei größeren Räumen oder verdeckten Heizkörpern kann so deutlich effektiver geheizt werden, da die Temperatur eben nur dort gemessen wird, wo sie auch tatsächlich gewünscht wird, nämlich im Raum selbst, also da, wo man auf der Couch sitzt, beziehungsweise in der Nähe der Couch. Im Zusammenspiel mit Boschs Heizkörperthermostaten kann so dann jederzeit am gewünschten Ort die gewünschte Temperatur eingestellt werden. In der Praxis sieht es dann also folgendermaßen aus. Das Raumthermostat misst an der angebrachten Stelle die Temperatur, sendet diese Informationen dann an die verschiedenen Heizkörperthermostate, die dann nur genauso viel heizen, um die gewünschte Temperatur zu erreichen und diese dann zu halten. Ebenfalls spannend, pro Raum können mit dem Raumthermostat bis zu 6 Heizkörper gleichzeitig gesteuert werden. Außerdem lassen sich so zukünftig auch elektrische Heizkörper steuern, die über einen smarten Zwischenstecker angeschlossen werden. Gesteuert werden kann das Raumthermostat natürlich am Gerät selbst. Über das im Raumthermostat integrierte Display könnt ihr jederzeit die aktuelle Raumtemperatur erkennen. Zusätzlich wird die aktuelle relative Luftfeuchtigkeit angezeigt. So wisst ihr also immer, ob nicht nur die Temperatur, sondern generell auch das ganze Raumklima stimmt. Per Knopfdruck oder eine Drehbewegung lassen sich die Temperatur und der Betriebsmodus ändern. Bequemer und natürlich noch etwas smarter geht das Ganze dann über die Bosch Smart Home App und bei Bedarf über Sprachbefehle wie den Google Assistant oder Amazon Alexa. Ein wichtiger Hinweis dazu, um die Systemwelt von Bosch Smart Home zu verwenden, ist der Einsatz des Bosch Smart Home Controllers Voraussetzung, da diese die Zentrale für die Steuerung der einzelnen Geräte ist. Wie eingangs bereits erwähnt, funktioniert das Ganze zukünftig dann auch über Apple HomeKit. So könnt ihr dann das Raumthermometer in verschiedene Szenen einbinden, die dann per Sprachbefehl oder automatisiert ausgelöst werden und so noch weiter beim idealen Heizen unterstützen. So kann das Heizkörperthermostat zum Beispiel auch im Sommer eingesetzt werden, um Räume vor einer Überhitzung durch sehr starke Sonneneinstrahlung zu schützen. Sobald das Raumthermostat also merkt, dass es in einem Raum einfach zu warm wird, kann zum Beispiel ein smarter Rollladen gesteuert werden. Die UVP von Boschs neuem Raumthermostat liegt bei 69,95 €. Natürlich findet ihr dieses auch bei uns im Shop auf www.tink.de. Solltet ihr weitere Fragen zu dem Gerät haben, schreibt es uns unten in die Kommentare oder schaut auf unserem Blog vorbei, wo ihr natürlich noch mehr Infos zu Bosch Smart Home findet. Zu guter Letzt eine kleine Erinnerung daran, dass ihr natürlich auch gerne unseren Kanal abonnieren könnt, um in Zukunft immer auf dem aktuellen Stand der Smart Home Welt zu sein. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.